So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Dominaria. Dominaria ist von 2018. Ihr merkt schon, ich muss einfach aktuell einfach nachgucken, wann die Booster sind. Oh, das ist, glaube ich, eins der ersten Booster, die ich beim Reopening von diesem Channel wieder hochgeladen habe. Waren, glaube ich, ein Dominaria-Booster. Oh, wunderschön. Ich mag Dominaria. Ich mag fast alle Magic Sets. Auch wenn hier nicht viel was drin ist, was krass ist. Ein rotes, ein farbloses, man verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt +2/+1 und Menace. Frenzied Rage. Okay. Gaia's Protector. Muss geblockt werden, wenn möglich. 4 Mana 4/2. Das Artwork ist wunderschön. Die West. Ein schwarzes Mana. Ein Gegner zeigt die Hand vor. Nee, ein Spieler. Und man kann eine Kreaturen- oder Artefaktkarte davon wählen und die abwerfen lassen. Okay. Tolarian Scholar. Skula, Scholar, Scholar. 3 Mana 2/3. Ja, hier ging es halt mehr um den Flavor. Tragic Poet. 1 Mana 1/1. Tappen, opfern. Man bringt eine Verzauberung aus dem Wiederaufzug auf die Hand. Okay, Karte. Feld wäre mir lieber gewesen. Guardian of Koilos. 5 Mana 4/4. Wenn sie ins Spiel verkommt, kann man eine historische Karte auf die Hand zurücknehmen. Beziehungsweise, nee, man kann. Historische Karten sind Artefakte, legendäre Karten und Sagas. Gerade zum Saga-Resetten sehr cool. Death Bloom Talent. Das sieht strange aus. 3 Mana 3/2. Wenn er stirbt, kriegen wir einen grünen 1/1 Saproling. Rampaging Cyclops. 4 Mana 4/4. Kriegt -2/-0, wenn er von 2 oder mehr Kreaturen geblockt wird. What? Mesa Unicorn. 2 Mana 2/2 Lifelink. Die habe ich damit zum Draft gehabt. Fight with Fire. Defeated with Fire. 3 Mana, man fügt 5 Schaden einer Kreatur zu. Man kann den Kicker an den Spell für 6 Mana oben drauf, dann kostet er 9 Mana. Und man kann 10 Schaden aufteilen, wie man möchte. Und zwar tatsächlich including Players und Planeswalker. Chainer's Torment, okay. Das ist eine Saga. 4 Mana, wenn ihr ins Spielfeld kommt oder nachdem man gezogen hat, kriegt ihr eine Marke. Und also einen Lore-Counter. Wenn die 3 hat, wird die geopfert. Je nachdem, wie viele Lore-Counter drauf sind, aktiviert sich der Effekt. Die fügt dem Gegner 2 Schaden zu und ihr kriegt 2 Leben. Oder sie macht einen XX schwarzen Nightmare-Horror-Spielstein, wobei X die Hälfte eurer Leben ist, rounded up. Und danach fügt das Ding einem X Schaden zu. Wow. Wow, what? Adelis the Cinderwind. 3 Mana 2/2 fliegend Eile. Immer wenn eine Instant oder Sorcery gecastet wird, kriegen Wizards, die man kontrolliert, +1/+0. Ja, Blue Red Wizards. I remember. Und das ist schon so rare. Okay. Banalisch Marshall. 3 weiße Mana, 3/3. Andere Kreaturen kriegen +1/+1, bis du dazu bist. Nee, generell einfach +1/+1. Krass. Kenn ich gar nicht. Sieht aber echt cool aus. Ist gar nicht mal so eine Kackkarte. Dann haben wir eine Insel. Oh, die ist auch spannend. Oh mein Gott. Wir haben eine Foil. Und ein 0-0 Construct für den Kahn. Wir haben eine Foil. Kabal Stronghold. Heilige, ist die hübsch. Ist die hübsch. Man muss halt hier bedenken, das ist noch vor der Zeit. Das ist vor Throne of Eldraine. Hier waren Foils noch was wert. Oder zumindest waren seltener und cooler. Tappen für ein farbloses. 3 Mana tappen. Man kriegt für jeden Standardland-Sumpf, den man kontrolliert, ein schwarzes Mana. Rare. Ich weiß nicht, ob sie teuer ist, aber es ist eine Foil Rare und eine Rare. Das ist schon. Oh, das hatte ich schon ewig nicht mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blackseed. Ciao, ciao.